Liebe Leute, verehrte Orientalisten, herzlich willkommen zurück zur fünften Episode von Shit. Ori and the Will of the Wisps. Es war klar, dass ich sterbe. Und Danny stirbt. Hä? Wieso lebt denn der jetzt wieder? Er war doch eben noch tot. Tja, wollte ich überraschen, das Überraschungsmoment auf seiner Seite. Leute, wir haben viele spannende neue Fähigkeiten. Wir sind immer noch auf der Suche nach unserem Vogelfreund. Und ich bin aktuell im höchsten Maße verliebt in den Soundtrack. Also in dieses Thema, was hier die ganze Zeit, wow, die ganze Zeit läuft. Das ist ja wohl total unfair. Das ist doch engem Gebiet hier. Ja. Dann heilen wir uns einmal. Ja. Ich vergesse immer, dass wir das können. Das war recht. Klar. Ich bin doch hier der... Oh Gott! Du kleiner... Man kann das durch die Teile durchaktivieren. Interessant. So. Jetzt müssen wir kurz gucken. Wo lang müssen wir denn jetzt? Hier unten runter vielleicht. Genau, wir müssen. Ey, da ist man einmal AFK. AFK. Man kriegt sofort eins auf den Sack. Und wenn du bist so AFG... Hier im Bett. Mit freundlichen Grüßen. AFG. Hier unten. Ja. Genau, wir haben ja letztens das Wasser. So, easy. Kommen wir jetzt hier durch, indem wir so machen? Ja. Oh Gott. Explosion! Sehr, sehr gut. Sehr gut. Viele brauchen wir eigentlich gar nicht. Ach so, easy. Wir haben ja das. Eben. So, voll sind wir da auch. Voll sind wir hier auch. Jetzt geht's rechts rum, ne? Mhm. Und so unten rechts oder oben gucken. Erstmal machen wir den da platt. Und jetzt gucken wir da oben. Kommen wir von hier da hoch? Ja. Guck mal, sieht aus wie so Haifischzähne hier vorne, ne? Wie so der Unterkiefer von was. Hier lang gucke ich gerade mal. Hier unten runter wird es aber auch gehen. Will ich erst unten. Ach so, hier kam ich ja nicht ums Eck. Die bleiben sogar. Oh fuck. Wollte eigentlich aber schon schöner sein. Gedanke. Wow, gleich zwei. Oh. Einer zu viel. Oh. Wow. Hey, das ist. Wow. Wo kommen die denn jetzt her? Die spawnen campen nicht denn. Ja, ich vor allem. Ich muss kurz mich orientieren, wo ich überhaupt bin. Orienten. So. Ja, pull den ganzen Dungeon drin. Ich bin halt unten gespawnt. Man wird das hier nur gerade warten. Hallo? Der interessiert sich nicht so richtig für dich, Jim, ne? So. Ganz kurz, ich bin jetzt unten runtergefallen. Hier, das können wir noch nicht holen, weil da ist noch alles vergiftet. Ah ja, stimmt, noch mehr Wasser. Hier war noch so ein Arschloch. Achtung. Schön. So, ganz kurz einmal. Hier kommen wir nicht so ums Eck, aber wir könnten von... Können wir von hier? Nee. Das ist eh nur so ein Händler, wenn wir gerade nichts richtig, oder? Stimmt. Aber also, geben wir uns ja ganz oft Quests... Tiefe. Wie das Ori dann so in der Luft steht. Musste den, ja, das, sonst würde es nicht funktionieren vom Gameplay. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier. Oh, jetzt geht's ja richtig in die Tiefe. Ja. So, da oben, wenn wir da oben hin wollen, können wir so weit springen. Ich glaube nicht. Wir gehen erstmal nach unten. Aber das
Ja, ich weiß, aber ich habe keinen Dreiersprung bisher. Das sah mir sehr weit aus. Och. Okay. Miau. Ich komme nicht da durch, okay. Da ist so ein Hüpfer, ich muss nur kurz einmal gucken. Okay, der ist nah an diesem anderen. Ah, da kommt diese Du nervst Pumpe. Mich. Ja, dann töte es. Das nervt mich auch. Oh, es hat sich selbst getötet. Der, vor allem, das ist aber nett, dass du dann die Punkte dafür kriegst. Komm ich noch nicht durch? Ja, weil ich es hier angelockt habe. Alter, was ist denn das jetzt hier für zwischen diesen Areal? Das ist. Was? Normal. Ah! Shit. Was bist du? Ein Podest. Oder, ne, ein Podestaktivierer. Herausforderungsbelohnung. Wo war okay. Das jetzt? Gerücht untersucht. Hier oben. Ah, ja. Ja? Das war wohl gut. Ja. Ah, ja. Anfang einer Geisterprüfung. Ah, hier ist das Ende der Geisterprüfung, alles klar. Sehr gut. Rollst das Feld von hinten auf. Rechnen Sie nie mit. Kann ich von hier... Nee, kann ich nicht, leider. Wollte mich nochmal voll machen, aber egal. Oh, oh. Käfer. Du hast sie überhaupt nicht getan. Ah, du musst sie von hinten damage machen, ja. Oder? Oh, fuck. Muss ich, aber... Ich überlege kurz, muss ganz kurz überlegen. Kann man im Kampf... Ja, kann man. Ich hätte jetzt gerne die Wache auf Y. Wie soll ich den dann von hinten treffen? Na, wenn er sich so dreht, ich komme doch gar nicht so schnell rüber, oder? Ja, aber anfangen hat es. Du musst ihn wahrscheinlich dahin baiten nochmal irgendwie. Einmal quasi so was Damage an ihm von deinem. Wie du es gerade gemacht hast und gehst dann wieder auf deinen Podest zurück oder so. Aber ja, er dreht sich sehr schnell. Weil ich konnte nicht über ihn rüberspringen. Und ich komme auch gar nicht, wenn er mich trifft, wieder weg. Na, mal gucken. Ja, das kriegst du schon hin. Hier rauschen die Kopfhörer gerade. Mega. Ja, das ist ganz lustig. Wir haben so ein kleines Problem. Das hört ihr, glaube ich, nicht. Das sind nämlich wirklich unseren, wie unsere Kopfhörer irgendwie gerade funktionieren. Das knistert dann so ein bisschen vor sich hin. Bei Jenny war mehr als bei mir. Trifft mich auch hier oben drauf. Okay. Ich dachte, eben hat er mir den Arsch zugedreht. War das im allerersten Versuch hattest du mir auch ziemlich viel Damage dann gegeben, also so viel hält er ja auch nicht aus. Mm. Der Wache war gar nicht... Muss ich auch einmal heilen. Ja. Ach, komm schon. Ja, dein Trick durchschaut. Was macht er denn noch? Was könnte er denn... Er dreht sich manchmal um, darauf warte ich halt wenn jetzt. Wenn er den macht, ist das was du erzählst? Wenn er den macht und dann? Nee, er dreht sich ja nicht um. Das Problem ist, wenn ich über ihn rüberspringe, hat er sich instant umgedreht. Und versuch mal, wenn er jetzt gleich den macht und dann... wieder zurück. Das kann ja nicht die Lösung sein. Ja, was ist eine Lösung? Dauert ja Stunden dann. Ja. Einen hättest du so nach unten gebracht, dann kriegt man den in 2 bis 3 Versuche. Aber dann ist er halt kurzzeitig beschäftigt. So. Ja, aber ideal war es nicht. Das gebe ich zu. Aber tot ist tot. Wie jetzt? Er darf dadurch, wir nicht? Ja, wir können es aufmachen von hier. Ah, wir machen da oben was auf. Ah. Jetzt müssen wir da wieder hin. Wo die Mantis ist. Die Mantis. Ich hatte meine Mantis als Haustier. Hä, hey, warum habe ich denn schon wieder keine Uhrzeit laufen? Weil du eine Aufgabe hast. Ja, der komme ich offenbar nicht nach. Das ist spekulativ hier. Was ist deine Aufgabe noch zu kommen? Ja, die Zeit. Och. Das ist voll gemein, wenn man nicht sieht, wo sie hinspringt. So, du kleines Ding. Das erinnert mich ein bisschen an Harry Potter. Ich wollte das genau sagen. Mega. Ich wollte sagen, das ist so eine Schlossszene. Ja.
Die Leute, aber es ist da. So eine Zwischenszene, ne? Ja, genau, aber es ist so eine Mischung auch von der Melodie. Das erinnert mich auch melodisch ein bisschen an dieses. Das ist so, wenn irgendwelche Festivitäten oder genau. So gezeigt werden und so ein bisschen Alltag. Aber hat schon so was. Ja, ich wollte das sagen. Ich dachte, ich hatte exakt das im Kopf so. An was erinnert es mich? Harry Potter. Oh, hier ist wieder ein. Bäumchen. Ein Bäumchen. Und was lernt Ori jetzt? Sprint. Das kenne ich noch von früher. Das habe ich aber selten benutzt, deswegen würde ich es jetzt noch nicht anlegen. Es sei denn, wir müssen es anlegen, um jetzt das nächste Rätsel zu suchen. Mhm. Lösen. Ja, müssen wir. Okay, alles klar. Ja, so. Nee. Game Design technisch sinnvoll, dass wenn du ne, eine Fähigkeit einführst, die dann auch erstmal benutzt wird. Ach so, ah, das ist so eine Fähigkeit, schau mal. Ist sie? Ich habe sie da eben nicht gesehen, oder? Ich bin sicher? Ups. Hey. Hier ist doch kein Sprint. Oder siehst du Sprint hier irgendwo? Nein. Und wo ist sie dann? Oder habe ich die jetzt? Ah, wir haben es, glaube ich, Standard. London, ja. Ja. Nee. Ja, okay. Das soll der Sprint sein? Hä, nee, der Sprint sah doch ganz anders aus im alten. Ja. Drücke. Sprintrolle steht da auch. Ja. Geil. Okay, also es ist. Die war doch ganz sexy. Okay. Ah, okay. Ah, aber nicht jetzt. Rein ins Glück. Das verkürzt auf jeden Fall die ein oder andere Sprungdistanz dann. Mhm. Hihi. Das ist eigentlich voll gemein, dass man hier unten da durchschlagen kann immer. Das ist so. Eine Geisterklinge. Jetzt müssen wir hier nochmal auf, damit wir da oben rüberkommen. Ach, erst ein Doppelsprung. Jetzt kommen wir, da reicht das gar nicht. Zack, zack, bumm! Geil. Hat so was leicht Sonic-haftes. Stimmt. Ich finde immer noch am besten, dass wir schon kleben können. Ja, können so wir uns hier dran kleben? Ohne würde ja nichts gehen. Oh Gott. Jump, jump. Ich sehe noch nicht wohin. Jetzt ins Ungewisse. Okay. Ja. Meinst du, es geht, dann aus der Bewegung nach oben dann noch zu ballern? Um an diese Seile zu kommen? Ja, müsste, ne? Nein. Ah, oh. Das geht nur gerade. Okay, alles klar. Ich wollte nämlich eh. Ich wollte erst links rüberspringen. No! Ist gar nicht so leicht. Man musste genau im richtigen oben. Wenn man sonst zu tief schon ist. Da, da. Mhm. Na, das ist so. Wo müssen wir denn hin? Da links? Wir müssen hier drauf. Ja, ne? Ja, da links. Sprung, Sprung, zack. Sehr gut. Oh, oh. Oh, fuck. Das muss ich leider töten, ne? Ah, wieso trifft es mich denn hier? Dass dich nicht vorher tötet. Was? Der ist halt komplett durch die Gegend geflogen. Warte mal. Ach, ich will das nicht einmal im Kreis schalten können. Oh, hier ist noch so ein Teil. Da ist noch so ein Teil. Nein, also sowas sammeln wir aber alles eh später ein. So, Pflänzchen? Von hier schaffen wir es nicht. Wir sind nämlich zu niedrig, würde ich sagen. Wenn ich hier nach rechts springe, springe ich genau unter durch, weil ich, guck mal, ich komme nicht sonderlich hoch mit dem Doppelsprung. Hm. Kann ich Doppelsprung nach oben machen. Mhm. Aber ich muss ja nach rechts, oder? Sehe ich nach links. Also erstmal nach links gehen, ja. Da geht's auch runter zumindest. Ja, sehe ich auch gerade. Oh, so einer. Das prallt ab. Shit. Dreh dich mal um. Dreh dich um. Hintern. So. Oh, oh. Schutzkampfbomber. Oh. So. Jetzt nochmal den da. Geh weg.
Oh, ist der schnell. Stimmt, er ist viel. Oh, muss ich kurz heilen. Ist vor allen Dingen viel schneller als ich. Was, wenn er auch nicht genug. Oh, jetzt bin ich an. Energie für die Geschichte. Was wir denn? Oder? Umlaufen wir. Wir sind ein feiges Ori. Wir sind ja nicht feige. Aber. Pazifistisches Ori. Mir ist gerade wieder eingefallen, dass wir das gerade gelernt haben. So, jetzt bin ich aber hier einmal im Kreis gelaufen. Einmal Full Circle. Und das hat mir jetzt. Ach, hier. Soll mir das sagen, ich soll da hin? Nee, da warst du. Das ist das Ende der Geisterprüfung. Muss ich jetzt doch da oben hoch? Denken wir schon, oder? Aber wieso bin ich, konnte ich dann hier links rum und vor allem konnte ich jetzt nicht halt wieder komisch, zurück. Wenn wir das komplette Level zurücklaufen müssten. Das fände ich irritierend. Ist mir gerade eingefallen, dann war es schon zu spät. Aber das Gute ist, dass wir jetzt hier wieder zurücklaufen können. Pass auf, aber da ist wieder jemand am Start. Das ist so geil. So, aber wie kommen wir... Meinst du, du kannst nicht hoch, hoch und dann... Aber so ums Eck können wir eigentlich nicht springen. Mhm. Ich würde gerne an die Seite, aber ich weiß nicht, wie... Ich kann ja nicht nach oben. Nee, ich kann das nur zur Seite machen. Musst du mal so Winkel finden. Weiß nicht, wenn du hoch... So nach vorne rechts hoch springst, um an das Seil zu kommen? Nee. Nee, jetzt aber auch nicht. Wow. Ja, es gibt ja alles Pünktchen hier von daher. Ups. Man sieht manchmal nicht, dass man falsch rumsteht. Komm her. Das ist also brennerig. So, also normal. Ich habe aber noch trotzdem keine Ahnung, was ich machen muss. Ja, wir analysieren das jetzt ja nochmal. Weil, siehst du, man kommt nicht so nicht hoch. Oh, wie man sieht. Aber die Alternative wäre, dass wir komplett zurücklaufen. Das ja, glaube ich nicht. Ja, das finde ich auch seltsam. Ich hätte meinen Dreiersprung lernen sollen, dann wäre ich jetzt da easy hingekommen. Das stimmt. Aber das ist ja auch nicht immer Sinn und Zweck der Sache. So. Weil hier, von hier schaffe ich es nicht. Weil das müsste mindestens, weil ich, ne? Ups, man kann das gar nicht zweimal. Oh, man kann das nicht zweimal hintereinander machen, okay. Das wäre meine zweite Variante gewesen. Ich kann nochmal versuchen, ob wir. Da wenn wir uns von kann. Hier fallen lassen. Dass du da rumkommst. Nein, genau nicht. Was? Aber soll das so sein? Das sieht nicht gewollt aus. Nee, aber es ist eine Möglichkeit. Du kannst es nochmal einmal probieren. Wenn das nicht geht, gehen wir einfach zurück. Es ist ja nicht so, dass wir nicht andere Wege zu gehen hätten. Aber wie? Also von hier. Siehst du, geht's genau nicht. Ist genau drunter, okay. Das ist genau so, dass du es nicht schaffen sollst. Ich glaube aber auch so wie dieser Stein, der da runter zeigt, ne? Weil die abgewandte Seite halt auch so dunkel ist. Das soll dem Spieler ja schon signalisieren, ah, da kannst du nicht ran. Eigentlich. Na, das ist auch nicht so gedacht. Aber von hier. War ich zu spät? Halt fallen lassen, jump, jump und dann rüber und so. Ah. Da geht's eh nicht hoch weiter, ne? Doch. Direkt. Da ist noch das Teil zum Einsammeln, aber genau, ich glaube auch. Ja, sehr gut. So. Ich dachte nämlich, es ginge da sowieso noch komplett weiter, aber das ist echt nur das hier gewesen. Na gut. Ja, aber sehr gut. Genau, dann kann man halt oben rum zurück. Okay. Komm mal her. Borki, der Borkenkäfer ist noch da. Das ist schon irgendwie putzig. Easy, man kann eben auch super. Der hat gar nicht mitbekommen, dass du da warst. Ja. Das sieht schon echt elegant aus. So, jetzt müssen wir kurz gucken, bevor sie auf uns springt, wo wir lang wollen. Mal gucken, wir oben rechts nochmal abbiegen. Vor oder wo? Na links und dann irgendwie erstmal hoch. Nach rechts. Ich meinte, wo das Teil ist. Was ist das, Mensch? Okay, warte mal. Du willst Ärger, hm? Hey, dass die ja immer zu zweit lang öffnen müssen, ne? Geh mal auf das kleine Ort. Ach, komm schon. Oh. Ist okay. Haha.
Nein! Ich wollte gerade runterrutschen. Das passiert halt. Gefreut. Aber wie komme ich denn da... Warte mal ganz kurz. Wie komme ich denn hier überhaupt wieder hoch? Das schaffe ich ja nicht. Ja, du musst ja erstmal für Ruhe und Ordnung sorgen. Und kannst dir das dann mal auch entspannt anschauen. Ich wollte mich eigentlich kurz sterben lassen, weil ich runtergefallen bin, aber egal. Hä? Der war eben tot. Was sagen? Okay, warte mal. Ich töte mich bitte. Kurz auferstanden. Ich meine, jetzt erstmal. Aber die Mantis kommt nicht zurück, oder was? Hä, aber wie komme ich. Jetzt ganz ehrlich, wie komme ich denn jetzt wieder da hoch? Genau. Geht so. Das? Ah, okay, das war wirklich super knapp. Oh. Ja, der war schwer aus. Nein! Das ist halt eine fiese Pose, weil das so viel Anlauf nehmen kann und so außer Reichweite ist. So. Klack. Kommst du denn hoch rechts? Ja. Und zwar. Mhm. Zack, zack. Da rechts müssen wir rein jetzt, glaube ich. Oder? Rechts. Ja. Wahrscheinlich. Nein! Shit. Ich dachte, es reicht. Wahrscheinlich soll man das tun. Nee, von hier kamen wir ja, ne? Ah, kann sich auch seitlich drehen. Wie hab ich das? Achso, das hatten wir, das ist ja das, was wir bisher ausgelassen hatten, ne? Kann ich mich heilen, wenn ich am Seil bin? Nee. Das war jetzt Risiko, ich hab mich gefragt, ob das geht. So ein Jumpscare. Ein kleiner. Okay, ja. Jetzt haben wir das okay, eingesammelt. Das ist das, ne? Ja, das okay, haben wir haben jetzt hier alles außer das. Einfach nach oben. Wir gehen jetzt wieder nach oben. Was ist das denn nochmal? Fragment einer Energiezelle. Können wir nicht aber mal gucken. Das war im Wasser noch, ne? Stimmt. Dodge. Okay. Oh, oh. Nein! Fuck it. Oh, oh. Mal wieder hochgehen. Ich liebe es. Shit, 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 weil ich kann es da nicht angreifen. Ja. Jetzt verpiss dich doch mal noch. Warum? Dass mich das angesammelt haben. Ja, sehr gut. Ich bin noch ein bisschen überfragt, wie ich jetzt da hochkomme dann. Oh! Es hat gerade so gereicht, das mit so. Den Fingerspitzen. Das war wahrscheinlich so ein bisschen gescheatet, ey. Nein. So, boah. Bevor es explodiert. Genau, da unten kommen wir nicht dran, weil das Wasser ist. Okay, da kommen wir aber jetzt ran an den Händler. So, genau, weil jetzt können wir so machen. Mhm. Und dann. Oh, was? Da fehlt mir die Mühe. Du kommst dann nicht aus dem Stand hoch. Nee. Nee, okay. Bist so hoch. Hallo. Habe ich davon versucht. Hallo, jetzt, Lupo. Hallöchen. Ja. Wir würden doch eh nur Sachen verkaufen, oder? Ah. Ja, Kärtchen. Ein Kärtchen. Allein um alle Karten zu haben irgendwann. Weil es nervt total, wenn du dann einen nicht hast. Gucken. Ui. Cool, ich würde hier noch gucken, ob wir das finden. Mhm. Oh, wir sind echt schon weit gekommen. Very good. Very good. Und das auf schwer. Ja, das stimmt. Das vergesse ich manchmal. Wird gehört. Das ist ein wenig manchmal. Okay, also, wir kommen hier rechts lang. Vielleicht. Was? Oh. Warte. Oh, hier ran ja. Achso, ich hab kein Ding mehr. Nur zum Bogen dann, ne? Hm. Musst du einmal. Oh! Okay, hätte ich das gewusst. Aber wie? Achso, ich weiß. Ich hab ne Idee. Soll man die triggern und dann schnell weg? Ach, ja, ich dachte, man muss oben rüber. Ich dachte auch. Aber dafür müsste ich erstmal die. Ja. Das funktioniert auch nicht. I don't get it. Kann man.
Einfach nur schnell wieder Wind. Ja, kann aber man... Ah! Ugh, fuck it. Safe Shell begrenzt. Wieso bist du noch zu? Das ist die Tür zu. Ja. Was ist das? Geisterschwert, okay. Wieso bist du noch zu? Wo gehst du auf? Gibt's hier irgendwo einen Schalter? Siehst du irgendwo so eine Kröte? Nee. Fuck it, ich hoffe, ich komme jetzt wieder. Ich kann ja nicht so weit weg sein. Da oben? Ja, da oben. Ja, stimmt. Und dafür müssen wir das machen. Warte mal. Dich ranhängen und jetzt... Nein, ich war zu lahm. Oder ich muss das... Oder da ums Eck springen. Warte mal. So, dann nicht genau. Und dann... Ah, oh, schade. Aber ja, so geht's. Oh, fuck. Ja, er kann nicht schießen und gleichzeitig sich festhalten. Ich weiß. S. Ist kein Ori, ist kein S. Was ist Ori denn sonst? Eine Sie. Auf gar nichts. Für mich ist es eine Sie. Okay, dann sag auch Sie und nicht er. Na! Patsche Fütchen. Mann, ey! Das hasse ich, sowas hier. Aber ich kann es ja nicht anvisieren. Kannst du das muss doch an die Wand ran, ja, es sieht so schief aus, das versuche ich mal. Mann! Wieso kommen die hier eigentlich immer wieder? Ich hab dich doch schon zwei getötet. Minuten mit denen zick ich. Ja, klar. Egal. Ah, sehr gut, du Idiota. Ja, warum triggerten das die nicht? Weiß ich auch nicht. Oh, sehr langsam. Und wieso fährt jetzt die Kamera näher ran? Das hat mich auch verwirrt. So, jetzt nochmal. Wir versuchen das jetzt hier. Ja! Ja, sehr gut. Nein, 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 nein! Ich hab's sofort gedrückt, aber es ist nicht jetzt, so... Ist es jetzt aktiviert? Nee. Ich glaube nicht. Das sieht man nicht auf dem Bild. Doch, ja, sehr gut. Bla. Belohnung, Schnellschuss! Okay, ja. Schneller mit dem Geisterbogen angreifen können. Zum Anlegen. Achso, da muss hier irgendwas weg. Also klebrig will ich auf jeden Fall behalten. Magnet, um Kugeln, braucht man nicht unbedingt. Weniger Schaden. Ich könnte schneller angreifen. Kann ich das Kugelding wegmachen, einfach um zu gucken, was ist. Ob wir auch ohne cool klarkommen. Alle, ja. Achso, ich muss das erst ablegen. Mhm. Cool. Das ist halt geil eigentlich, wenn man viele Punkte einsammelt. Ja gut, aber es ist ja nur ein Komfort. Ja. Die Punkte bleiben ja die gleichen. Du musst dann gucken, dass sie im Zweifel, dass du zu den Punkten kommst. Aber ein und mehr. Ja. Na, erstmal muss ich den vernichten, dann kann ich gleich gucken, wo es weitergeht. Ja. So. Wir müssen jetzt. Das sieht doch auch, oder? Wir müssen nach O. Oh, was ist das? Da wollen, ist die Geisterprüfung? Ja. Da wollen wir hin. Und dann hier oben lang. Und dann geht's da hauptquestig weiter. Ja. Okay, also wenn wir da oben hin wollen, heißt das, wir müssen Madame Tussaud. Geil. Ah. Oh. Shit. Ein Pfeil im Köcher gefehlt. Ja. Das ist... Okay. Oh! Die hast du jetzt nicht bekommen, die Punkte, ne? Ja, weil wir die nicht angezogen haben. Ah, shit. Na gut, ist halt dann dumm, wenn die ins Wasser fallen. Boom, boom. Oh Gott! Hallo. Hier wollte ich nicht hin, ich wollte nach rechts. Okay, das ist ein echter Malus. Okay, geil. Ja, das ist, glaube ich, ein... Das kann gut sein und es kann schlecht sein. Naja, das ist halt einfach weniger Punkte. Zumindest solche Punkte, die wir jetzt einfach alle nicht kriegen. Oh, oh. Käfer. Ich weiß. Und! Ja. Mhm. Genau, das war ich mal nice. So, ich kann nicht mich heilen. Okay, ich muss da oben rüber. Ich versuch's mal so. Ja. Ach. Ich lasse erstmal hochkrabbeln, sodass es mich nicht sieht. Mhm. Und dann schnell rechts, links. Links, rechts. Mhm. Ah, sogar noch ein paar Pünktchen eingesammelt. Muss jetzt überlegen. Oh, was ist das da runter? Ja, das ist was ich will. Mehr Leben. Ja, Mann, die nächste.
Ja, ich glaube. Hey, warum ist es jetzt so? Ist es der Übersicht halber so getrennt? Ich stelle es erstmal wieder um, weil ein paar Punkte brauche ich ja schon. Wo sind die denn? Magnet. Da. Guck mal. Was? Das ist da zwischen dem 5. und dem 6. so. Na dann machen wir die mal noch, oder? Ja. Als glorreichen Abschluss dieser Folge. Was soll ich denn machen? Ich guck gerade. Darum. Ach, du musst das jetzt auf Zeit, oder was ist das? Weiß ich noch nicht. Wie soll ich mir das denn? Das ist halt runter. Runter links. Okay. Ach, eigentlich habe ich dazu aber jetzt keinen Bock. Okay, ein Try als Ende der Folge. Was zeigt dir sogar den Weg? War ein bisschen jetzt zu lahm, weil ich ja hingeblieben bin, aber... Das ist mir die besten Liste. Achso, ich war jetzt zu lahm, 2 Sekunden. Zeig trotzdem, weil wir wissen, wie schnell hier Leute sind. Das ist bestimmt online. Erster? Wo denn? Liste ein aus jeder? Weil jetzt sehen wir ja nur die um uns herum. Ich will sehen, wie schnell halt die krassesten hier sind eigentlich. Okay, das sieht man so nicht. Ist ja voll dumm. Fokus aus meine Punkte? Was ist das heißen? Ja, fickt euch, Alter. Ist ehrlich. Aber ist ja machbar, wenn du weißt, wo es lang geht, wenn man es 2-3 Mal macht. Also schaffen durch die Prüfung auf jeden Fall. Okay. Ja gut, ist jetzt aber nichts, was mich so reizen würde. Ich mach das jetzt noch einmal. Okay. Ja, ich hätte es auch geschafft. Ich bin nur total idiotisch am Ende hängen geblieben. Das ist sicherlich eine Belohnung. Man holt halt auf in den Passagen, wo es einfach nur abwärts geht, ne? Einfach fallen lassen muss. Das Ding ist übel. Na? Reizt es dich? Ja, es reizt mich, aber ich mach das gleich nochmal im Off. Es war ja so knapp. Na, wir können es ja zu Beginn der nächsten Folge nochmal machen. Oder du machst jetzt noch einen letzten Versuch. Aber einen letzten Versuch. Willst du? Weil das war ja easy. Das ist schon ein easy. Ein letzter Versuch. Ja, okay. In dieser Folge. Oh. Ach, hier denke ich immer, es geht da anders. Da verlierst du es, ja. Oder verlierst du zumindest Zeit. Ja, Mann! Easy going, du Arsch. 1000! 1000 Flocken gibt's dafür. So, geil. Leute, es muss jetzt auch sein, weil ich hasse sowas. Ich kann sowas ja nicht zurücklassen. So, ich hab euch lieb, wollte ich gerade sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und Touché. Bis dann! Touché. Tschüss!